Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC mit Manchester United. Und es läuft überraschend gut. Es läuft wirklich sehr, sehr gut hier mit United. Wenn wir auf die Tabelle schauen, sehen wir, dass sogar Crystal Palace ein Spiel mehr hat. Die haben schon das Spiel gegen Burnley gehabt. Ne, gegen Nottingham Forest gehabt, sorry. Ja, müsste auf jeden Fall der Spieltag sein, oder? Genau, gegen Nottingham Forest. Genau, die haben nämlich auch 8 Spiele, dann passt das. Auf jeden Fall haben die ein Spiel mehr gehabt. Oder haben es entsprechend. Und wir sind hier momentan Erster. Wenn wir gewinnen, je nachdem, was Liverpool und auch Aston Villa macht, könnten wir sogar mehr als 3 Punkte Abstand auf den Zweitplatzierten haben. Und im Worst Case, sofern wir auch gewinnen dann, ne, das sind also immer vorausgesetzt, wir gewinnen dann, wäre halt der Abstand bei 3 Punkten auf Villa oder eben Liverpool. Und das wäre schon nice. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Auch, dass wir zuletzt eine Champions League gewinnen konnten, war wichtig. Und gucken wir mal, wie es weiterläuft. Ich meine, wir hatten schon hier und da einen guten Start. Irgendwann ist es dann eingeknickt, deswegen hypen wir das Ganze noch nicht zu sehr. Spielen aber jetzt gegen Brentford, die alles andere als gut in Form sind. Letzte 5 Spiele, 1 Sieg, aber das ist auch schon 5 Spiele her. Und seitdem 3 Niederlagen und 1 Unentschieden. Also wir gehen jetzt dicker, dicker Favorit in dieses Duell. Hier haben wir die auch schon von Manchester United mit Onana im Tor. Dalot, Varane, Martinez und Malaysia in der Viererkette. O'Reilly, Mount und Hernandez im Dreiermittelfeld. Garnacho, Rashford und Tony ganz vorne im offensiven 4-3-3-System bei Man United. Beim FC Brentford haben wir Flecken im Tor. Hickey, Mi, Ayer, Collins und Henry hier in der Fünferkette. Norgard, Buriga und Jensen hier im Dreimittelfeld. Und ganz vorne Tammy Abraham und Mbeumo bei Brentford im Sturm im 5-3-2-System. United klar offensiv ausgerichtet, Brentford klar defensiv. Bruno Fernandes, starkes Pressing hier vom Portugiesen. Macht das gut und jetzt ist hier Brentford im Bedrängnis. Bruno Fernandes stoppt er da gut ab. Der Ball auf Tony ist nicht perfekt gespielt, leider. Aber das Ganze bleibt gefährlich, weil da Brentford wieder hier einen Fehler macht. Mount spielt den auf Garnacho. Garnacho hat da so ein bisschen Platz. Garnacho hier mit dem Abschluss und der ist exzellent. Der Argentinier mit einem super platzierten Ball. Also da kann Flecken, der Niederländer im Tor, absolut nichts machen. Was war das für ein herausragender Abschluss von Garnacho? Ja, Flecken denkt sich auch so, Mann, das kann nicht sein. Ja, Brentford hat sich das Gegentor aber auch so ein bisschen selber zu Schulden kommen lassen aufgrund der einfachen Ballverluste. Und Garnacho hier wirklich, ja, nicht der perfekte Winkel, aber trifft den halt so gut, dass da Flecken schlichtweg nichts machen kann. Der steht richtig, der macht sich breit, aber der kommt so platziert aufs Tor, dass da Flecken nichts machen kann. Alejandro Garnacho hier, der Argentinier mit dem Treffer, da folgt man von Anfang an ran auf der rechten Seite und 1-0 für die Red Devils, bei denen es bisher am Anfang der Saison unheimlich gut läuft. Abraham. Und jetzt hier Mbeumo, ja, den hat Onana, was jetzt? Rafael Varane hat anscheinend hier gefoult. Anscheinend hat er einen Foul begangen. Beim Schussversuch von Mbeumo. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Ja, gab anscheinend Kontakt. Keine Ahnung. Ich finde die Animation teilweise bei diesen Zweikämpfen einfach sehr fragwürdig. Akzeptieren wir jetzt erstmal und Brentford mit der großen Chance. Brentford macht den rein hier in Form von Tammy Abraham. 14 Minuten und Tammy Abraham kann direkt ausgleichen für den FC Brentford. Also sehr guter Beginn hier für die neutralen Fans und für die Fans im Stadion, die hier einiges zu sehen kriegen. Macht den dann mehr oder weniger mittig rein, etwas leicht rechts versetzt. Die Nummer 9, der ja auch zuletzt beim AS Rom war, vor dem Wechsel nach Brentford. Der Mann, der aus der Chelsea-Jugend, glaube ich, kam, ne? Müsste Chelsea-Jugend sein, aber egal. Auf jeden Fall 1-1 und wir gucken mal, wie United auf diesen Ausgleich reagiert. Oh, was ein Fehler von Malaysia. Malaysia mit einem groben Fehler, das darf ihm so eigentlich nicht geschehen. Das ist jetzt die große Chance, Mbeumo mit dem Treffer. Und beide Teams machen in der Hinterreihe Fehler, die sie nicht machen sollten. Und beides mal künstlich hier die anderen Teams auf jeden Fall mal nutzen. Auf jeden Fall 2-1. Brentford schenkt hier United, die ja zuletzt 4 Spiele am Stück zu 0 gespielt haben, schenken sie hier gleich mal 2 Gegentore ein. Ist auf jeden Fall auch ein Erfolg für die Gastmannschaft hier. Guter Abschluss. Onana kann da überhaupt nichts machen. United, nachdem sie so gut gestartet sind, jetzt hier im Rückstand. Mbeumo, das ist gefährlich. Mbeumo hier mit dem richtigen Tempo. Mbeumo, die Grätsche von Lisandro Martinez ist exzellent. Exzellente Grätsche von Lisandro Martinez, der Schlimmeres verhindert. Und jetzt Tony.
Tony und der stürmt da jetzt seinerseits einfach durch, macht das stark, Tony, der Ex-Brentford-Spieler, Tony hier, Tony mit dem Abschluss, Tony mit dem 2-2 und hier gehen dicke, dicke Props natürlich einerseits an Tony, dem Torschützen, aber auch an Lisandro Martinez, der da hinten in der Abwehr ein Weltklasse-Tackling gezeigt hat im eigenen Strafraum. Das war einfach nur stark gemacht. Aber auch Tony hier mit diesem Alleingang aus 14 Metern an dieser Abschluss. Flecken ohne Abwehrchance und 2-2. Ein spektakuläres Game bisher. Marcus Rashford. Bisher kam aus seiner Seite her sehr wenig. Jetzt aber mal mit Tempo. Marcus Rashford spielt den ab. Tony gibt den ins Zentrum. Das ist interessant. Malaysia hier, der Verteidiger, spielt den auf Tony. Tony mit dem Abschluss. Der wird abgewehrt. Oh, stark. Lisandro Martinez ist richtig gut im Pressing und agiert dann stark hier. Tony hat den jetzt. Tony gibt den ab auf Garnacho. Der spielt den weiter. Bruno Fernandes. Da ist jetzt hier Lisandro Martinez, der nach wie vor vorne war. Was für ein Pass von Lisandro Martinez. Und Mount nutzt das nicht. Mason Mount nutzt diese Gelegenheit nicht. Er hat doch echt wenig Platz für den Abschluss, muss man aber dazu sagen. Bruno Fernandes und der Ball ist exzellent gespielt. Højlund nimmt den gut mit. Højlund mit dem Abschluss. Und damit haben wir hier das 3-2 für United. 68. Minute. Der Mann, der für Ivan Toney reinkam, kann hier direkt mal treffen nach der wunderbaren Vorlage von Bruno Fernandes. Und damit dreht United hier das Spiel. Spektakuläres Game. Erst geht United in Führung. Brentford dreht die Partie auf 2-1. Dann kommt United zurück und dreht die Partie wieder komplett für ihren Gunsten. Und das Spiel geht hier noch über 20 Minuten. Also mal gucken, ob hier eventuell Brentford in diesem spektakulären Game auch nochmal ihren Stempel draufdrücken können. Aber das ist gefährlich. Embuemo. Und Nana hat den. Onana hat den gut pariert. Und Onana will das Spiel schnell machen. Das hat er gut gemacht. Rashford mit einer guten Ballannahme. Und jetzt hier Marcus Rashford. Der hat natürlich das Tempo. Das war super gemacht von Onana und Rashford jetzt hier. Marcus Rashford auf Højlund. Kann er den Ball kontrollieren? Ja, hat den jetzt hier. Spielt den weiter. Das ist gut gespielt. Jetzt hier Bruno Fernandes. Aber den hat Flecken. Und dann ist hier das Ganze erstmal geklärt von Brentford. Oder? Da müssen wir aufpassen. United presst. Und kommt wieder in Ballbesitz. Das ist noch nicht ganz geklärt. Marcus Rashford. Wird der Ball doch abgenommen? Na, Vorteil. Matt O'Reilly. Jetzt hier Mason Mount. Nee. Oh, Bruno Fernandes. Der Ball ist überragend gespielt. Und Højlund nimmt den auch super mit. Das war stark gemacht. Und jetzt hier Højlund. Højlund mit dem Schuss. Nein, macht ihn nicht rein. Højlund nutzt diese hundertprozentige Chance nicht. Das ist bitter. Das hätte gerade die Entscheidung sein müssen. Und jetzt stattdessen Brentford, die lauern natürlich auf solche Kontermöglichkeiten. United versucht sich da jetzt dicht zu stellen. Tammy Abraham findet aber keine richtige Anspielstation statt. Jetzt spielt den hoch. Das war gut gemacht. Das ist gut gespielt von Brentford. Das ist sehr gut gespielt. Sind jetzt hier im Strafraum nochmal abgespielt. Tammy Abraham. Und da ist Martinez. Da ist schon wieder Lisandro Martinez dazwischen. Wenn der Ball durchkommt, dann hat Brentford hier eine ganz freie Schusschance. Lisandro Martinez, so wichtig einfach. Und das Spiel ist rum. Lisandro Martinez, der Held des Spiels so ein bisschen. Super Tacklings gemacht, vorne mitgepresst, jetzt hinten diese entscheidende Aktion. Wahnsinn. 3-2, ein sehr, sehr spektakuläres Game, was wir hier gewinnen können. Gab es noch nicht mal so über viele Chancen mit 9-5 Schüssen. Aber trotzdem war hier wirklich gefühlt in 90 Minuten ganz etwas los. Also United hier mit dem 3-2-Sieg, Liverpool ebenfalls gegen Brighton souverän gewonnen, als auch Aston Villa, die ja unsere direktesten Verfolger aktuell sind. Ja, da auch mal auf die Tabelle schaut. Wir 21 Punkte, die anderen beiden angesprochenen Teams 18. Das sind dann nur 3 Pünktchen. Und Marcus Rashford ist verletzt. Oh. Okay. Marcus Rashford ist auf jeden Fall verletzt. Den müssen wir da jetzt erstmal ersetzen. Der wird dann natürlich jetzt eher wenig. Ja, was heißt wenig? Der spielt jetzt natürlich keine Rolle erstmal. Bedeutet, dass Garnacho auf der linken Seite jetzt natürlich seine große Chance wittert. Ist natürlich schön für den Jungen. Der ist gerade mal 19 Jahre alt. Bedeutet, der darf da auf jeden Fall Vollgas geben, aber für Rashford ist es natürlich trotzdem super, super bitter, weil den natürlich hier als Stammspieler auch eine ordentliche Saison bisher abliefert und dann lange ausfallen ist nie schön. Nächster Gegner ist übrigens Sheffield United. Würde ich gleich mal gerne gucken, wo die aktuell sind. Ja, Fiorentino heult so ein bisschen wegen der Spielzeit von Amrabat, aber man muss ganz klar sagen, dass Amrabat bei mir keine Rolle spielt. Also wir haben im Mittelfeld Archie Gray, wir haben da Maino, wir haben McTominay, wir haben Matt O'Reilly. Amrabat darf auch gern wieder von Fiorentina zurückgeholt werden. Sheffield übrigens nach 8 Spielen 8 Punkte. Keine gute Offensive, defensiv auch anfällig, also sollten wir eigentlich knacken.
Gehen wir rein ins Duell gegen Sheffield. Wir gucken mal auf die letzten Spiele von denen. Okay, da lief es gar nicht mehr. 2 Unentschieden und 3 Niederlagen am Stück. Gucken wir mal, dass wir ihnen eine 4. Niederlage zuführen können. Hier haben wir die Aufstellung von Sheffield United mit Fordingham im Tor. Bogle, Egan, Amedujic, Robinson und Osborne in der Fünferkette. Sosa, McAtee und Hammer hier im Dreimittelfeld. Archer und McBurney ganz vorne im 5-3-2-System. Bei United heute ein 4-2-3-1-System, also United bleibt wirklich flexibel. Dann hier auch mit Onana im Tor. Dalot, Maguire und Lisandro Martinez, der zuletzt richtig gut war in der Innenverteidigung. Shaw auf links, Maino und Mount im Zentrum. Anthony und Garnacho auf außen, Rashford ja verletzt. Bruno Fernandes im ZOM und Højlund ganz vorne im 4-2-3-1-System. Mount spielt den Ball auf Garnacho, der auf Højlund. Højlund, der hohe Ball, der ist gut gespielt. Und dann der Volley von Bruno Fernandes. Und dann steht es hier noch, gerade mal 5 Minuten direkt mal 1-0 United. Also das war hier ein ganz, ganz früher Beginn der Gäste. Gut rausgespielt das Ganze. Højlund auf Bruno Fernandes. Und der ist rigoros im Abschluss. Eiskalter Abschluss von Bruno Fernandes. Kriegt da ein bisschen zu viel Platz im Zentrum. Muss man auch Sheffield kritisieren. Du hast da 2 Spieler, die in der Nähe von Fernandes sind. Aber niemand, der da eng deckt. Ist eine schlechte Entscheidung, da nicht richtig ranzugehen. Vor allem, wenn so ein Ball auf ihn zukommt. Bruno Fernandes mit einem sehr entscheidenden Treffer direkt hier in der Anfangsphase. 1-0 United, das ist doch eine gute Basis, um hier 3 Punkte aus Sheffield mitzunehmen. Sosa, Ball gut gespielt. Jetzt hier der Schuss Onana. Onana hatte da ein bisschen sehr viele Probleme. Vielleicht war der Ball ein bisschen glitschig wegen der Nässe. Aber gut, dass er den abwehren konnte. Und jetzt United hier vielleicht im direkten Konter. Der Pass ist gut gespielt. Maino spielt den auch nochmal weiter. United hier mit einer guten Passstaffette durchaus. Højlund, das ist super gespielt von United. Das ist exzellent gespielt. Und jetzt hier Højlund mit dem guten Abschluss. Und dann steht 2-0. Also United ist so ein bisschen im Bedrängnis. Und was machen sie draus? Einen eigenen Treffer. Das ist die richtige Mentalität. 2-0. Sie machen hier relativ früh in der Partie klar, wer hier das stärkere Team ist. Højlund auch wirklich mit einem guten Abschluss. Also ja, manchmal struggelt er da ja, was seinen Abschluss angeht. Aber das war ein super, super guter Abschluss hier. Keine Chance für den Keeper, irgendwas zu halten. Also Fordingham im Tor von Sheffield ohne Abwehrchance. Lisandro Martinez verteilt den Ball schön auf die rechte Seite auf Dalot, der jetzt hier ins Zentrum ein bisschen zieht. Jetzt Højlund. Højlund spielt den überragend auf Mason Mount. Das ist überragend gespielt. Mount gibt den nochmal ab. Garnacho macht ihn nicht rein. Aber United spielt hervorragenden Fußball aktuell. Also das ist richtig stark, wie sie hier performen. Das sieht nicht danach aus, als wenn hier wirklich Sheffield irgendwelche Antworten drauf hat, auf dieses sehr, sehr starke United-Team. Boah, Bruno Fernandes mit einem harten Tackling, das ist ein Foulspiel. Aber Vorteil Sheffield. Mal gucken, was sie daraus machen. Aber United steht super. Also das muss man einfach mal sagen. Sosa. Sheffield versucht hier eine Lösung zu finden und United steht einfach super diszipliniert. Also wirklich super diszipliniert, wie man da aktuell steht. Jetzt vielleicht mal Sheffield. Nein, wieder den Ball nach hinten. Sie finden da keine Lösung gegen dieses tiefstehende United aktuell in dieser Phase. Viel Ballbesitz wie Sheffield, aber wenig Produktives. Und Bruno Fernandes, der da hinten mithilft, macht das überragend. Und jetzt hier Bruno Fernandes. Und dann ein direkter Pass und dann wird es gefährlich. Das ist eben der Unterschied zwischen United und Sheffield. Und Højlund macht ihn rein. Das ist so gut, wie United das spielt. Hinten diszipliniert, nicht zu knacken. Sheffield United hat nicht diese eine Idee, diesen einen Pass, dieses eine Dribbling. Einfach diese eine Aktion, die da mal so einen Durchbruch erzielen lässt. Und dann kommt United in einem Konter mit einem genialen Bruno Fernandes, der den perfekt auf Højlund spielt und es steht 3-0. Das muss sehr, sehr frustrierend für Sheffield sein. Aber momentan scheint dieses Manchester United nicht zu schlagen sein. Heymar. Diallo, starker Ballgewinn vom eingewechselten Diallo. Højlund, na, der Pass auf Diallo war nicht perfekt, der macht daraus trotzdem viel, weil er den da irgendwie mitnimmt. Diallo kommt da sogar irgendwie durch, macht das stark. Diallo mit dem Abschluss, der ist nicht drin. Højlund macht ihn rein, damit steht es hier. Ja, das ist leider kein 4-0, weil es abseits ist. Schade, schade. Trotzdem muss man sagen, Lob an Diallo, wie er dann sich wirklich gut durchgesetzt hat auf engstem Raum. Beim Schuss von Diallo ist dann Højlund leider im Abseits, deswegen wird der Treffer aberkannt. Aber United macht trotzdem ein hervorragendes Spiel. Ich meine, sie liegen 3-0 vorne, sie müssten nicht mehr machen und trotzdem geben sie hier weiter Gas die ganze Zeit. 2 Minuten Nachspielzeit, die Partie ist auch gleich rum. Jetzt hier nochmal Sheffield, kommen sie nochmal nach vorne. Nein, Matt O'Reilly holt sich den sogar nochmal richtig stark. Spielt den jetzt hier auch noch überragend auf Højlund und jetzt hier Højlund. Højlund, Højlund spielt den auf Matt O'Reilly. Der darf auch nochmal 4-0 United. Da machen sie den Treffer doch noch.
Beide hier sehr uneigennützig. Matt O'Reilly auf Hoyland. Hoyland gibt den nochmal ab für Matt O'Reilly. 4-0 United. Das ist auf jeden Fall hier der Endstand. Stark gespielt hier. Aggressiv nochmal gewesen in dem vordersten Pressing rein. Ja, Fordingham, der hat natürlich keine Chance. Versucht da noch irgendwas zu retten, was nicht mehr zu retten ist. 4-0 United. Also wir haben in dieser Folge hier wirklich dieses ganz wilde Game gegen Brentford gewonnen. Hier früh in der Partie einfach ja den Grundstein für den Sieg gelegt und am Ende hier wirklich 4-0 gewonnen. Mehr als verdient auch. Bei Sheffield ging einfach überhaupt nichts. Also XG-Wert von 0,0. Wir dagegen hier richtig dominant. Sehr schön. Auch, dass wir in verschiedenen Verlaufen von Partien bisher echt gut klarkommen. Klar, die Niederlage gegen Brighton ein bisschen bitter, auch gegen Bayern. Das war so das einzige Team, wo man auch echt sagen muss, yo, Bayern, die haben uns echt dominiert gehabt. Aber ansonsten spielen wir hier bisher eine tadellose Saison, muss man sagen. Das ist wirklich top. Wenn wir jetzt auch mal auf die Premier League gucken, sehen wir, dass wir da momentan 3 Punkte vor Liverpool sind. Und die Basis des Ganzen ist auch unsere stabile Abwehr von 7 Gegentoren lediglich. Die zweitbeste Abwehr der Premier League. Also das ist stark. Lediglich Liverpool hat eine etwas bessere Abwehr. Offensiv sind wir auch die zweitbeste Offensive. Und ey, jemand anderes hat die beste Offensive, in dem Fall City. Liverpool hat die beste Abwehr, aber wir haben die beste Balance aus beiden und sind damit momentan Erster. Das ist doch sehr, sehr schön. Wir gehen auch noch rein gegen Kopenhagen. Wichtiges Duell, da sollten wir auf jeden Fall ebenfalls gewinnen. Weil mit einem Sieg gegen Kopenhagen und zu erwarten ist, dass Bayern Gala besiegt, dann könnten wir uns so ein bisschen schon mal absetzen von Galatasaray und schon mal einen wichtigen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Gehen wir auf jeden Fall rein gleich gegen Kopenhagen. Die haben die ersten beiden Gruppenspiele verloren. Wichtigste Spieler hier Meling und Rooney. Hier haben wir die Aufstellung von Manchester United im 4-2-3-1-System mit Onana im Tor. Dalot, Varane, Martinez und Shaw in der Viererkette. Maino, Anthony, Mount, Fernandes und Garnacho im Mittelfeld. Ganz vorne Hoyland im 4-2-3-1-System. Beim FC Kopenhagen haben wir einmal Grabara am Tor. Ankersen, Wavro, McKenna und Meling in der Viererkette. Falk, Klaasson und Leraga im ZM. Bardi, Achui und Cornelius ganz vorne im 4-3-3-System hier bei den Dänen, die hier auswärts spielen im altehrwürdigen Old Trafford. Freistoß. Der Freistoß wird gut hier auf Mount gespielt, der wiederum auf Maino. Maino hat den Ball. Maino mit der Hacke auf Bruno Fernandes, der mit dem Außenriss und der ist drinne. Bruno Fernandes hier mit einem absoluten Traumtreffer bringt hier Manchester United in Minute 23 in Führung. Der kurz ausgeführte Freistoß Maino auf Fernandes und der denkt sich dann, komm, wir nutzen mal hier den Außenriss. Ne? Denkt sich so, ey, ich bin doch Portugiese. Portugiese. Wir hatten da mal so einen Spieler mit Ricardo Quaresma, der konnte das ganz gut mit einem Außenriss. Ich zeig mal, das kann ich auch ganz gut, ne? Also Grüße an Ricardo Quaresma von Bruno Fernandes hier. Schönes Außenriss-Tor, erstes Tor in der Champions League von ihm. Wunderbarer Treffer von ihm, also besser hätte man es nicht machen können. 1-0 United durch diesen Traumtreffer durch Bruno Fernandes. Kopenhagen, nein, Mason Mount fängt den ab und Mason Mount gleich auf dem Weg nach vorne oder was? Mason Mount und da läuft Garnacho und der Pass ist perfekt. Perfekter Pass von Mount und jetzt hier Garnacho. Garnacho will da vorbeigehen, das macht er nicht so klug. Er versucht da an Garaba vorbeizugehen, das klappt nicht ganz. Und damit bleibt es jetzt erstmal nur beim 1-0 für United, da war deutlich mehr drin. Ne? Und jetzt hier Kopenhagen eventuell. Nein, da ist wieder Mason Mount, kriegt den Ball schon wieder. Stark abgefahren, jetzt haben wir Bruno Fernandes. Und Bruno Fernandes, sein Ball ist ganz stark auf Mason Mount. Mason Mount jetzt hier. Hoyland läuft da weiter. Hoyland kann auch weiterlaufen. Ah, die Flanke war nicht ganz perfekt. Aber Bruno Fernandes hat den. Bruno Fernandes verzieht den aber. Bruno Fernandes hat den, gibt den jetzt ab. Gutes Passspiel von United. Machen das gut. Weitergespielt hier auf Hoyland. Der könnte den Ball jetzt auf Anthony spielen. Macht er auch richtig gut von der Idee her, aber leider nicht gut umgesetzt. Anthony mit dem harten Tackling von hinten. Aber das war kein Foulspiel, sagt der Ref. Bruno Fernandes spielt den jetzt auf Anthony. Anthony und Grabara hält den. Starke Parade hier vom Keeper von Kopenhagen. Freistoßmöglichkeit jetzt hier für Bruno Fernandes. Bruno Fernandes beim Freistoß mit dem Außenriss und den macht er fast rein. Grabara hier mit dem Abschlag. Oh, den können sie gerade so halten im Spiel. Aber das war gut, dass sie es halten konnten, weil dadurch entsteht hier diese gefährliche Chance. Falk. Falk mit der gefährlichen Chance. Da kommt Onana und Onana hält uns hier das 1-0 fest. Starke Aktion von Onana. Und jetzt hier Maino. Direkter Konter von United oder was? Hoyland.
Und Haaland kann jetzt hier durchstarten. Haaland hat hier jetzt die Möglichkeit. Haaland geht da ins Zentrum. Haaland hätte ihn abspielen können. Haaland, oh, das macht er ein bisschen umständlich. Knapp 2 Minuten noch zu spielen. Kopenhagen versucht hier nach vorne zu kommen. Ronny spielt den hier nochmal auf Klaasson. Klaasson, was macht der draus, ist die Frage. Jetzt hier, Kopenhagen, die haben nicht mehr viel Zeit. Die Nachspielzeit beginnt jetzt gleich schon. 1 Minute Nachspielzeit, das ist die letzte Chance hier für Kopenhagen. Da ist Lisandro Martinez, der schon wieder einen wichtigen Zweikampf gewinnt, den Ball einfach weghaut und damit gewinnt United das Ding hier. Also Lisandro Martinez gibt ihnen in der Endphase einen wichtigen Zweikampf und er gewinnt ihn dir. 1-0 gewinnt hier am Ende Manchester United dieses Champions League Duell. Puh. Also gern mal euren Spieler, upala, fällt mir fast der Controller hin, euren Spieler der Folge in die Kommentare ballern, Leute. Ich denke, ich würde mich heute für Lisandro Martinez entscheiden, weil der einfach diese ganz wichtigen Dinge einmal gewonnen hat. Und der FC Bayern München gewinnt gegen Gala, das ist wichtig für uns. Das ist nicht ganz unwichtig und, gescouter Spieler wird uns abgeworben, okay. Auf jeden Fall gehen wir nochmal einen vor, denn in der nächsten Folge gibt es direkt einen richtigen Kracher zum Anfang gegen City. Boah, das wird wild. Da müsst ihr auf jeden Fall einschalten, Leute. Auf jeden Fall hier in der Gruppe A haben wir aktuell 6 Punkte. Bayern München mit 9 Punkten natürlich erster. Gala hat entsprechend hier 3 Punkte. Nächstes Spiel ist Bayern wieder gegen Gala, wir gegen Kopenhagen. Also wenn es dann gut läuft, gewinnt Bayern gegen Gala, wir gewinnen gegen Kopenhagen und dann sind wir zu 90% durch. Also dementsprechend müssen wir auch das nächste Ding gegen Kopenhagen gewinnen. In der nächsten Folge gibt es auf jeden Fall das Manchester Derby gegen Man City. Das wird ein richtiger Kracher in der Liga. Wir haben dann im Pokal noch Leicester, dann kommt bald Fulham, ne, dann Kopenhagen und Co. Also seid auf jeden Fall mit dabei, wenn es gegen Man City geht. Euer Veloce meldet sich fürs Erste ab und bye bye.